Alright, Leute, wir sind wieder am Start. Simi. Hi, Kumpel. Sawadikap. Oh, geil. Herrlich. So. Schön, hier zu sein, erstmal. Wieder mal. Ja, es ist Freitagabend. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich am Samstag sehen oder vielleicht später in der Woche. Ja, wir wollen das Ganze podcastmäßig aufbauen. Ja, das letzte Video haben wir auch Podcast genannt. Ja. Ja, also Sit-In und Podcast. Podcast. Hat mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, Isabel, dass man auch die Sachen, weil ich hatte ja gesagt, hier, support your locals. Ja. Und dann hast du das T-Shirt gezeigt, aber hab nicht erklärt, was draufsteht. Ist natürlich podcast-technisch schwierig, ja, weil wenn wir uns unterhalten, dann ist es immer wichtig, die Sachen bis ins kleinste Detail zu erklären. Ne? Weil ihr seht uns ja jetzt, ja, das auf YouTube. Ja, aber ja, die Idee ist dann auch dahinter, dass ihr... Falls ihr Premium habt, Premium, YouTube, es gibt nichts Geileres wie YouTube Premium. Ach, dieses, wo man 30 Tage erstmal kostenlos testen kann und dann, dann kostet es Geld. Ja, ja, also ich habe mir das geholt, weil ich habe kein Netflix, ich schaue meistens YouTube und da ist die Werbung wirklich nervig. Ja. Und so kannst du die Sachen halt runterladen oder machst einfach den Aus-Button und dann hörst du es weiterhin. Das ist dann auch quasi podcast-technisch, wie Spotify, nur dass das Mobiltelefon dann zack, aus ist und aber dann der Ton weiter abgespielt wird. Das ist echt geil. Kannst auch Musik hören. Das ist super. Ja, ist überragend. Kann man auch runterladen direkt dann über die App? Also was du kannst dir das in der App speichern und kannst dir das irgendwann mal wieder anschauen. Okay. Also ich bin echt begeistert von dem YouTube Premium. Ja. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht auf Spotify hört. Ne? Keine Ahnung. Also mal schauen, ob wir das dann hochladen. Aber die Idee ist da, dass wir die Sachen auch auf Spotify dann hochladen und probieren. Ich hoffe, der Algorithmus von YouTube hat dir zugehört und hat sich das gemerkt und hat gemeint, hey, die machen Werbung für mich. Ich mache jetzt mal Werbung für die Jungs und poste die direkt mal überall. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Aber man, das ist der Algorithmus. Das ist ein Mysterium. Ja, also früher war das ein bisschen einfacher zu entschlüsseln, aber jetzt heutzutage ist es ein Mysterium. Ja, am Ende ist es, denke ich. Ich sage auch nochmal direkt Entschuldigung, Leute. Keine Ahnung. Gestern war ich fit. Heute ist wieder der Hals ein bisschen angegriffen. Gestern wieder ganz schön Gas geben im Training. Ne? Es hat so viel erwischt, aber wieder die Woche und letzte Woche wieder so eine Phase, wo halt echt viele geschwächt sind, leicht kränkeln. Ich war ja auch Anfang der Woche, war ich krank gewesen. Montag und Dienstag, liebe Grüße an meinen Chef erstmal. nee, aber nicht nur mich, es hat auch mein Bruder erwischt kurz vorher und davor den Nachbarn. Also es ging wirklich rum. Hat einige geschwächt. Ich muss mal kurz, deswegen bin ich auch gerade aufgestanden. Da bin ich direkt auf die Idee gekommen, wo du Support Your Locals gesagt hast. Natürlich ganz wichtig, erstmal für unsere YouTube-Gäste, die heute dabei sind. Ich hoffe, ihr seht das T-Shirt. Ach, man sieht deinen Kopf jetzt nicht, Simi. Nicht schlimm. Die Cam, die so eingestellt ist. Das genau. T-Shirt müsst ihr sehen. Seht ihr das Känguru? Ja. Das ist doch einfach nur geil. Für die Spotify-Community ein Känguru mit Boxhandschuhen drauf, gell? Und natürlich N.A.Kangaroos, ja, unser Logo. Das N.A. steht übrigens für Neuansbach, für die Stadt Neuansbach. Ist ja jetzt keine Gemeinde, gell, sondern Stadt schon seit einigen Jahren. Ja, ziemlich angewachsen. Ja. Und ich sehe es schon kommen. Du kriegst jetzt erstmal direkt Franchise-Anfragen für, hey, was hältst du von Haha Kangaroos oder Berlin Kangaroos? wäre cool. Mir hat jetzt ein Freund aus Polen, der war mal hier trainieren, der ist jetzt wieder in Polen, der hat mir Videos geschickt, der hat trainiert in Thailand, in Phuket. Und in Phuket gibt es auch ein Kangaroos Muay Thai Gym. Ja, das ist aber eine ziemlich noble Adresse, hat er gesagt. Also da hat er nicht mittrainiert. Wäre ziemlich teuer und die haben direkt ein 5-Sterne-Hotel, auch mit Peak Fine und nicht ganz so unser Style. Also wir sind halt ziemlich einfach gehalten. Sind da die Profis unterwegs oder warum? Nee, die Pros, die sind ja meistens in diesen ganz bekannten Gyms. Ja. Aber ja, das ist halt denen ihre Etikette. Naja, was ist das bekannteste oder das beliebteste Gym, was du kennst in Bangkok? In Bangkok? Oder wo gehen die hin, die Pros? Ach, Krabi war was, ne? Ich habe ja von dir auf deiner Story was gesehen gehabt. Da warst du in Bangkok, in Krabi? In Krabi waren wir in dem einen Bekannten. Ich habe vergessen, Leute, es tut mir leid, ich habe vergessen, wie es heißt. Da war hinten dieses Riesenbild.
bla bla bla, Muay Thai. Ist halt merken, so auf dem Hügel, schönen Sonnenuntergang, also habe ich schöne Videos gemacht und habe das auch bei TikTok hochgeladen. Also wenn es interessiert, ihr könnt ja auf Instagram oder auf TikTok einfach mal ein bisschen durchstöbern. Da habe ich das auch auf jeden Fall auch namentlich erwähnt. Ne? Für die, die den Kanal vielleicht auch noch nicht lange kennen. In Bangkok haben wir bei Superbone trainiert. Aha. Ja, das war okay. Wir haben da die normale Gruppe mitgemacht. Genau, Fighters Class haben wir nicht mitgemacht. Das war auch der letzte Abend. Der letzte Morgen, an dem wir dann da waren. Ja, und ich würde da gern, wo ich gern trainieren würde in Bangkok, das ist die FA Group. Aha. FA Group, ist für dich jetzt kein Begriff, aber das, die clinchen da. Also haben sich spezialisiert auf das Clinchen. Und auch in den Rezensionen oder von den Leuten, die da auch mal trainiert haben, höre ich sehr viel, dass die auch zum Aufwärmen direkt mal eine halbe Stunde nur clinchen. Und das ist das, was wir zu wenig machen. Oh, ja, also clinchen, für euch auch nochmal, man geht in den Mann rein oder in die Frau und hält ordentlich fest. Und dann ist es ja im Thai-Boxen auch so, dass man im Clinchen auch mit Ellenbogen arbeitet oder auch mit Kniestößen arbeitet. Ja, man geht raus und mit den Knien rein. Oder man swiped oder man hebt die Leute oder wirft die Leute. Ja? Also bestimmte Würfe sind im Thai-Boxen auch erlaubt. Genau. Und das ist schon ziemlich cool. Also wenn man da im Clinchen geil arbeiten kann, ist übrigens auch was für Selbstverteidigungsleute, Leute, die sich selber verteidigen wollen. Ja? Wenn es heißt 1 gegen 1, das heißt, wenn mir einer blöd kommt, den clinch ich. Ja? Und im Clinch, wir hatten das mal probiert, da waren zwei Jungs da aus Stuttgart, aus dem Stuttgarter Raum, die da sind wir hier in den in die Bahnunterführung gegangen. Da ist so ein kleiner Tunnel hier bei uns beim Skater. Uh-huh. Und dann hat sich einer hingestellt und ich bin da vorbei und der hat mich aus dem angegriffen. Und ich habe mir vorher kein Film, also ich habe mir nichts irgendwie überlegt, kein Skript im Kopf gehabt. Ne? Yeah. Und habe mich intuitiv verteidigt und meine Verteidigung war einfach, ihn in den Clinch zu nehmen, ganz eng ran und dann hätte ich mit den Knien dann gearbeitet, ne, Knie und Ellenbogen dann gesetzt. Mhm. Ja, weil für mich ist die Nahdistanz auch sehr sicher. Ne, im Kampf sagt man entweder weit weg oder ganz nah dran, dann aber clinchen. Mhm. Weit weg natürlich schon Vorteil für die Großen, oder ist Spitze, weil sie da Reichweite aufbauen können, wobei für den Kleinen das ist... Ja, für Große weit weg ist eh besser, lange Arme, dann sind sie auch eher in der Distanz, aber für kleine Leute weit weg auch. Genau, wirst nicht getroffen, aber musst halt gucken, dass du halt auch wieder die Distanz überbrücken kannst, halt als kleiner Mann. Es ist oft ein bisschen schwieriger, in einen größeren reinzugehen, wenn der Größere weiß, wie zu kämpfen ist. Das ist auch so das Ding. Geil, geiles Thema. Das hatten wir nämlich vorhin hier im Training gehabt, mit dem Alex, liebe Grüße an Alex Hessner. Und der ist halt größer, der hat extrem, also der hat große Extremitäten, also lange Beine, lange Arme. Ja. Und der hat da irgendeinen Move gemacht, habe ich zugeschaut, habe ich gemeint, ey, sag mal, wieso hier und da? Dann sagt er, ja, das ist ganz gut, weil ich lange Arme habe. Und dann ist so, okay, wie lang sind denn deine Arme? Dann stelle ich mich vor und sage, komm mal, Schulter an Schulter, so dass er dann quasi kurz mal die Arme vergleichen, ne? Und da sehe ich, ja, ey, der hat ja riesige Arme, ne? Sagt er, ja, aber eigentlich brauchst du das gar nicht so zu bemessen. Ich habe Schuhgröße 48. Was hast du für eine Schuhgröße? Ich sage, bitte, was? Ja, ich habe Schuhgröße 43,5. Da sagt er, ja, dann kannst du da also dein Unterarm ist genauso lang, wie dein Fuß lang ist. Und dann hält er seinen Unterarm einfach an die Sohle seines Fußes. Echt? Und dann geht's von Hand, guck mal hier, von Handgelenk kann bis zum Ellbogen. Vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Nee. Guck mal. Bist du am Ansatz des Unterarms? Mein Unterarm ist länger. Du bist aber auch hier am Ellbogen. Bist du am Ansatz? Ja, ja. Aber das ist ja hier. Ja. Also bei mir passt es, schau mal. 5 Zentimeter. Das ist ja hier der Ansatz, ne? Und auf jeden Fall war das sehr interessant. Jetzt siehst du es. Ach so, du bist aber hinten nicht ganz beim Ellbogen. Nee, nicht beim Ellbogen, nur der Unterarm. Der Ellbogen, den zähle ich mal zur Mitte. Und der Unterarm fängt für mich hier unterhalb des Ellbogens an quasi. Ja, aber der fängt, ja okay, das ist ja Ansichtssache. Aber nee, bei mir ist es auch noch hier. Guck mal hier, da sind noch mal ein paar. Ja, auf jeden Fall, der, bei mir das ist auf jeden Fall fast passend, ja, das reicht ja auch schon. Und das heißt, du kannst dem Gegner eigentlich auf die Füße gucken, um zu wissen, ob er eine größere Reichweite haben wird wie du, wenn er zum Beispiel genauso groß ist wie du, ne? Oder wenn du denkst, irgendwie sehen die Arme lang aus, dann schau dir erstmal seine Füße an, dann weißt du, wie lang auch seine Arme sind. Ja? Das fand ich richtig interessant, Alex, stark. Ja, Füße würde ich mir sowieso immer mal anschauen.
von meinem Gegner, bevor ich mit dem Sparring mache. Ja. Ich kann dir eine Story erzählen, also ich kann euch eine Story erzählen. Da waren wir, habe ich angefangen mit dem Kickboxen, war ich noch beim Hansi, Hans-Gerd Hinz hier in Using. Ja, also der Hansi, echt sportlich Hammer, also wirklich eine Granate. Hansi war echt eine Granate. Ja, und haben wir Training gehabt und da habe ich einen gehabt, mit dem habe ich Sparring gemacht. Wie alt war ich? Na, 14. Mhm. Ungefähr 14 oder 15. Ja, ich glaube, mit 16 bin ich dann zum Thomas gewechselt. Und dann machen wir Sparring und ich war schon ziemlich gut. Ja, im Point-Fighting. Ja, also Hansi war vor allem fürs Point-Fighting. Ja. Und haben wir Point-Fighting gemacht, das ist ein Punktekampf, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, beim Point-Fighting machst du halt Treffer, bumm, zum Körper, mit der Hand zum Beispiel, gibt einen Punkt, dann wird man auseinandergerufen und dann werden die Punkte verteilt. Mit der Faust oder mit der Hand zum Kopf auch ein Punkt. Mit dem Fuß zum Körper ein Punkt, zum Kopf zwei Punkte. War früher, später haben die drei Punkte gegeben. Ja, mit dem dass da ein bisschen mehr Action reinkommt. Vor allem gesprungen mit dem Fuß zum Kopf, manchmal sogar fünf Punkte. Also richtig, je nach Verband halt unterschiedlich. Und dann habe ich mit einem Sparring gemacht und der Bub, also ich habe nach Punkten geführt, ne, so in meiner Erinnerung, und auf einmal kickt der. Ich denke mir, Alter, oh, was war denn das? Und ich habe halt nichts gesagt. Also ich habe einfach immer selten was gesagt. Gell? Und dann habe ich gedacht, oh, das hat wehgetan. Und dann hat er sich einfach die Fußnägel nicht geschnitten, der kleine Assi. Ja? Und hat mir mit den Fußnägeln die Brust aufgeratscht. Ich hatte wie bei Wolverine drei Streifen, drei blutige Streifen, war ein weißes Shirt. Ja? Und dann sind die drei Streifen da rausgekommen. Gell? Ich denke mir, Alter, das war krass. Du hast ein weißes Shirt und er hat mit seinen Fußnägeln durch das Shirt dich aufgeschlitzt. Ja, ja, also aufgeratzt. Ja, so, dass also nicht das Shirt, sondern die Haut halt, gell, mit seinen Fußnägeln. Richtig krass. Oh, das ist ekelhaft. Das ist ja echt, das ist ja... Und wir haben weitergekämpft. Ja, wir haben weitergekämpft und dann später hat er dann ein bisschen Ärger gekriegt vom Trainer, gell. Aber das so Sachen gehen halt nicht, Leute. Schneidet euch eure Fußnägel. Ja, das ist halt wichtig. Ja. Ja, da achte ich auch. Also wirklich, bevor ich das, wenn ich weiß... Ich gehe ins Training, es gibt Sparring, es gibt dies, ne? Wir laufen hier barfuß rum, wir kämpfen barfuß. Ich weiß gar nicht, wie man sowas vor dem Wettkampf nicht machen kann, außer man macht das mit Absicht. Ja, also, ja nee, das. Nein, manche sind halt verpeilt. Manche sind einfach verpeilt. Okay. Du hast einfach verpeilte Leute, die achten da halt nicht so drauf. Ja? Aber wenn wir Kampfsport machen, ist es wichtig, bestimmte Hygienesachen einzuhalten. Ne? Wie, dass man sich halt, wenn man stinkt, dass man sich duscht. Ja? Weil. Sobald du clinchst, ist das widerlich. Ja. Ich hatte, das erzählt beim letzten Mal im Iran? Da hatte ich so einen Gegner. Nee, hast du nicht erzählt. Also oder nicht in dem Bezug. Da haben wir im Iran gekämpft, gell, und dann hatten wir Außentemperaturen 50 Grad. Ja, da haben manche Leute, waren ja hier, die Jungs, die sind ja alle ein bisschen Testosteron geladen. Ja, die sind ja alle mal ganz anders. Iran, sehr interessanter Eindruck. Also wirklich, waren ja nicht auf dem Festland in Iran, sondern waren auf der Insel Kish. Mhm. Ja, das ist so eine Urlaubsinsel und die ist ein bisschen freizügiger, sagt man. Ja, aber ja, waren halt getrennte Strände mit einem Zaun. Ja, auf der einen Seite halt die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Aha. Ja, die Frauen, die mussten ja sowieso verpackt dann ins Wasser. Ja. Ja, ist halt so. Ja. Ja. Und passt schon. Bei den Jungs aber, weil die ja alle so maskulin sind, also viele, ja, haben die angefangen, sich im Sand am Strand quasi zu werfen und zu ringen. Wir hatten aber 50 Grad Außentemperatur. Der Sand, der war so heiß, dass die sich Verbrennungen zugezogen haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Deshalb konnten einige von denen auch gar nicht mehr antreten. Das ist krass. Ja. Ja, aber dann die Hitze. Ich hatte dann einen Gegner aus dem Libanon, Zimmermann. Der war nur mal einen halben Kopf größer wie ich. Lange Arme. Ja. War ein ganz schönes Pfund. Und der hat gestunken, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der hat gestunken. Und ich habe einen Wurf drin gehabt. Den hatte ich vorher trainiert gehabt. Wir haben Kovet al-Rami gekämpft. Ja. Das ist so fingerfreie Handschuhe. Vollkontakt halt. Vollkontakt K1 im Stand.
und mit Würfen, aber am Boden kein Pound and Ground. Das heißt, am Boden nicht weiterschlagen. Ja, in den arabischen Ländern zählt es, ja, damals haben sie gesagt, so Rat Fights, also Rattenkämpfe. Ja, Leute, die sich am Boden schlagen, das ist so nicht so gern gesehen. Ja, deshalb hat man das weggelassen und wir haben dann gerungen. Und der Typ, ich habe den angeboxt, 1-2, ja, gehe unten rein, knall die, meine Schulter in den Bauch rein und heb den aus, auf die Schulter hoch. Ja. Drehe den einmal, die Beine weg, knall den mit der, also in den Boden und lande mit meiner Schulter in seinem Bauch, ja, dass der das ordentlich gemerkt hat. Problem war halt, sein Arm war um meinen Kopf rum. Ja. Normal kein Problem. Ich lege die Stirn auf den Boden, dass er mich nicht hebeln kann. Ja. Wart kurz ab und schau, dass ich mich befreien kann. Dieses kurze Abwarten war so schlimm, weil der nach Schweiß gestunken hat, Simon. Du kannst dir das nicht vorstellen. Also alter Schweiß? Und alter Schweiß. Also wirklich. Und ich mit meinem Kopf in seine Achsel. Außentemperatur 50 Grad. Ich habe fast gebrochen, gell? Das hat mich alle Kraft gekostet. Ich das war widerlich. Ja. Ja. Also macht sowas nicht. Ja, also ja, wenn ihr merkt, ihr stinkt, ja, wir hatten ja auch mal in der alten Halle hatten wir einen, der hat immer mal gemüffelt, gell? Und der hat nach dem Training geduscht. Ja, nach dem dritten Mal habe ich ihm auch gesagt, hier Kollege, hab dem eine Deodose hingeworfen, habe gesagt, hier das nächste Mal, ja, vorher, ja, und am besten duschen. Ja, ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Sport. Ja, total verpeilt. Die Leute, die haben das nicht so auf dem Schirm. Ja, dem muss man das halt sagen. Dass der anfängt, im Sport zu schwitzen und dann duscht er sich erst. Ja? Aber dass wir sowas ertragen müssen halt, ist ja auch ein Kontaktsport. Ja. Als ich das Kickbox-Training mitgemacht habe, beim Tommy, und danach habe ich hier beim Bodenkampf mitgemacht, ja, da habe ich mich komplett umgezogen. Bevor ich zum Bodenkampf übergegangen bin, habe ich nochmal frisch gemacht. Also wirklich nicht nur eine neue Hose, auch eine neue Unterhose, ein neues T-Shirt, alles, weil ich es ekelhaft fand. Die fangen jetzt erst an zu trainieren. Ich habe gerade eine Stunde geschwitzt. Was soll ich jetzt mit dem auf dem Boden da? Ja, so, also das sind so Kleinigkeiten, weil jeder hat so ein gewisses Ekelgefühl. Das sollte man wissen. Ja, und wir wissen, wenn irgendwas kommt, was stinkt oder ungesund wirkt, dass wir sofort diese Reaktion haben, unsere Nase sofort erstmal in eine Richtung machen oder wir uns entfernen aus der Situation. Aber das kannst du nicht, wenn du im Bodenkampf mit jemandem bist und dann ist ja, ja Simi, voll unfair. Aber du musst ja auch direkt auch, frischer Schweiß stinkt nicht. Ja, ja, das ist ja auch. Wenn du, er stinkt einfach nicht. Ja, die Drüsen, die ballern das Wasser raus. Ja, und das stinkt nicht. Es fängt erst an zu stinken, wenn ihr wirklich mal einen Tag lang geschwitzt seid. Ja, und abends, wenn ihr heimkommt, das Zeug wird kalt, dann bilden sich die Bakterien. Ja, und die Bakterien, das ist das, was den Gestank quasi auslöst. Hm. Ja, und das ist das, was stinkt. Ja, also nach einem Tag, also nee, wenn es direkt im Training, wenn ihr schwitzt und dann Gas gebt, kein Problem. Mhm. Ja, kannst dich natürlich komplett frisch machen. Ist für dich vielleicht ein bisschen angenehmer, aber jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, aber halt nicht irgendwie den ganzen Tag über irgendwo geschafft, geschwitzt, kalt. Schweiß wird trocknet, ja, dann schwitzt du wieder, dann trocknet der Schweiß nochmal, dann fängt es an zu stinken. Ja, ja. Dann im Training mitmachen, geht halt nicht. Nee. Ja. So Sachen, ja, auf sowas muss man auf jeden Fall achten. Hygiene, ganz wichtig bei uns im Sport. Und wie ist das dann verlaufen? Hast du dann gesagt, oh, ich kann nicht mehr und hast getappt direkt? Ach so, da jetzt bei dem Kampf? Ja. Oh, das ist ganz blöd war das. Für mich, ja, ja. War dann erste Runde, habe ich klar gemacht. Ja, zweite Runde, ich habe den so super beherrscht. Ich habe den zweimal angenockt. Ja, richtig, batz mit der linken. Und dann fängt an zu wackeln, die Augen drehen sich. Ja, und ach, als ich, glaube ich, im letzten Teil erzählt. Das hast du im letzten erzählt. Ja, ja, also bei dem einen hat ich dann gelacht innerlich. Gell. War nicht cool. Und weil es beim ersten Mal ganz gut geklappt hat, mit dem Takedown, ja, habe ich das in der zweiten Runde nochmal versucht. Problem war dann, der hat mich dann festgehalten, erstmal am Kopf, und hat es geschafft, mich in die Guard zu nehmen. Das heißt, seine Beine sind um meine Hüfte herum und er hat mich einfach nur festgehalten. Meine Arme waren nach außen gedreht und er hat mich rund gepackt. Das war kein Hebel oder nichts, wo ich abgeklatscht hätte im MMA-Kampf. Hätten wir so gekämpft, ich hätte nicht abgeklatscht. War nichts, was wehgetan hat.
Das Problem war die Zeit. Bei Covid al-Rami war das dann so gegeben, dass wenn du schaffst, 30 Sekunden lang jemanden zu halten, ohne dass er sich befreien kann im Boden, gewinnst du. Ah, okay. Das war's dann. Okay, okay, okay. Kampftechnisch hat mich alle Punkte gehabt. Ja. Ich habe das noch auf DV-Kassette. Das war richtig krass. Ja. Wir haben uns da so gefetzt. Der Marc, der hat da gekämpft. Oh, das Video darf ich nie zeigen. Ja, der hat den anderen in der Armbar gehabt. Und wir scheinen, breche ihm den Arm durch. Das war so. Oh Mann, ey. Der hat es zum Glück nicht gemacht. Ja, also, das war echt krass. Krasses Erlebnis war das. Also, kommt das mal vor, dass einer jemanden am Armbar hat und dann ihm auch den Arm bricht? Oder ja. Ist es aber schwierig? Ich meine, wenn du die Technik drauf hast, dann brauchst du trotzdem noch eine extra Portion Kraft oder musst du kräftiger sein als der andere oder nein. Musst du einfach die Technik sauber durchführen und du brichst ja. den Arm? Ja, das geht bis zu einem gewissen Punkt und du weißt einfach, alles klar, da muss ich jetzt tappen, ja, weil es jetzt tut's weh. Und es geht immer, das ist wie, wenn man auf dem Schießstand ist, dann hast du den Trigger und dann bewegst du das Ding und dann weißt du, alles klar, bis hierhin lässt er sich bewegen. Und wenn ich jetzt drücke, fliegt die Kugel. Mhm. Ja, genauso ist es so, du ziehst den Arm, du weißt, alles klar, bis hierhin und dann hast du diesen Punkt und jetzt noch einen halben Zentimeter weiter, knack, dann ist durch. Es gibt ja manchmal die Situation, also bei den Profis sehe ich das ja gerne, ne? Da hat der eine den Armbar und zieht und drückt und guckt, ob er auch alles richtig gestellt hat, ne? Und ob die Hüfte auch hochgeht und sagt, ja. Hey, irgendwo hängt es doch oder was. Ne? Ja. Und der untere tappt nicht und ja. Es geht auch nicht kaputt. Ja. So, dass der obere irgendwann nachlässt und dann in eine neue Situation. Also sind das dann richtige Monster, die sich nicht sprechen lassen, weil die so kräftig sind oder hat der andere sie einfach nicht richtig gehabt? Das sind Einzelfälle. Ja. Das sind Einzelfälle. Ja. Also wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ja. Einmal können die vielleicht so stabil vom Gelenk her sein. Ganz, ganz selten. Oder hypermobil. Wir haben auch mal einen im Training gehabt, dem konntest du den Arm verbiegen bis zum geht nicht mehr. Stimmt. Den konntest du quasi einmal rundbiegen, ja. Da hat nichts gemerkt. Ja, wir haben den hinten, Polizeigriff, den Arm hochgeschoben bis zu den Ohren, ja, den Ellenbogen bis zu den Ohren, nicht nur die Hand. Der hat nicht getappt. Ah! Ja. Das ist da, wo du schon so als Trainer sagst, oh, Alter, übertreib mal nicht. Ja. Ey, wie soll den Ellbogen bis zum Ohr? Den Ellbogen bis zum Ohr. Frag da mal den Payam. Frag mal den Payam nach den Alan. Ja, kenn ich. Ja? Und dann, genau, der Alan. Der ist so hypermobil von den Gelenken. Wahnsinn. Also damals gewesen. Ja. Ja. Okay. Ja, interessant. Also, hochinteressant. Ciao. Ciao, ciao. Einzelfälle bestätigen die Regel. Das ist ja, so das Ding. Ja. Ja. Okay, geil. Kann man sowas trainieren? Hypermobilität. Ich meine nicht, dass es immer was bringt, aber werden die Leute so geboren oder haben die von... Ich meine, das kann jetzt auch nicht jeder beantworten, ne? Aber so. Nee, das ist angeboren. Das ist angeboren. Also bis zu einem gewissen Grad kannst du dich mobil machen und kannst wirklich tolle Kunststückchen, ja, aber jetzt zum Beispiel auch den Schlangenrücken, weißt du, wo die Leute sich einmal komplett durchbiegen, ja. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das trainieren, aber du brauchst auch eine gute Veranlagung dafür. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja. Das ist halt wichtig. Mischung aus beiden wahrscheinlich. Heißt aber nicht, dass wenn ihr jetzt nicht so beweglich seid, dass ihr dann sagt, nö, ich wurde so geboren. Ne? Weil. Stimmt. Ja, ja, viele Leute ruhen sich darauf aus. Stimmt. Ja, die kommen her und sagen, Ilja, ich habe das und das. Ich kann das und das nicht machen dadurch. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ja, andere kommen her, gerade eine Knie-OP hinter sich und machen einfach andere Übungen. Ja, und ballern ihr volles Programm. Ich weiß ganz genau, welche Situation, also nicht ganz genau. Es gibt ja natürlich manche Aussagen, wo du denkst so, wie, du wurdest so geboren, was erzählst du da, ne? Du musst nur deinen scheiß Fuß eindrehen und nicht erzählen. Aber ich meine jetzt, wenn ich zum Beispiel in die Russenhocke gehen will, ja. Die sogenannte Russenhocke, ja? Ja. Dann falle ich immer wieder nach hinten auf den Bobbes. Ja. Ja.
Und ich habe auch gedacht, so, ey, muss ich das trainieren oder wieso geht das nicht? Also sobald meine Füße flach auf dem Boden sind, ja, kippe ich komplett nach hinten. Ja. Irgendjemand hat gemeint, ja, du hast zu kurze Sehnen, vielleicht an der oder der Stelle. Leute, was ist der Trick? Wieso können das manche? Du kannst das sicherlich, oder? Ich konnte es am Anfang nicht. Als Kind konnte ich das nicht. Ich konnte keine ordentliche Kniebeuge. Da sind die Fersen immer angehoben. Und ich konnte nicht so in die Hocke gehen. Ich habe die Waden erst aufgedehnt. Ja, über die Zeit, über die Dehnung. Ja, und habe dann die Bewegung angefangen zu verstehen. Und als ich die Bewegung verstanden habe, hat es dann geklappt. Also es liegt wirklich höchstwahrscheinlich an mir, dass ich das nicht hingehe. Ich würde es gerade am liebsten direkt machen. Ja, meistens. Wir können ja später. Machen wir das nächste Mal. Ja. Wir können ja später dann gucken. Dann guckst du dir das mal an. Ja, genau. Und dann kannst du ja sagen, das könnte da oder daran liegen. Ja. Genau. Da gibt es aber verschiedene Trainingsmethoden, wie das klappt. Außerdem ist es immer empfehlenswert, diese Hocke zu trainieren, ja, wenn ihr in südliche Länder kommt. Ja, oder in Thailand ab und zu auch. Ja, ja. Das berühmte Plumpsklo. Ja, ganz wichtig. Und Simi, weißt du übrigens, wieso die, da gab es doch diese Aladdin-Schuhe, hat man früher mal gesagt. Die Schuhe, die die Spitzen da hochgezogen haben. Yeah. Weißt du, wieso die Spitzen haben? Damit die nicht im Plumpsklo hängen, oder was? Ha? Damit die nicht im Plumpsklo hängen, oder warum? Nein. Warum haben die Spitzen? Der Legende nach haben diese Schuhe, diese hochgebogenen Spitzen, dass die Leute da an den Spitzen festhalten, wenn sie in der Hocke sitzen, dass sie nicht nach hinten umfallen. Geil! Die Story, die darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ja? Aber die passt halt einfach. Mein erstes Mal auf dem Plumpsklo. Da waren wir im Urlaub in der Heimat, in Eritrea, im wunderschönen Eritrea. Und waren dann auch nicht zu Hause, waren irgendwie unterwegs, was essen und so weiter. Und die ersten Wochen, wenn du aufgrund, keine Ahnung, wenn du falsches Wasser da getrunken hast oder irgendwas, dann musst du halt ständig aufs Klo. Ja? Und dann musste ich aufs Klo in dem Restaurant. Und dann bin ich hinten, dann sehe ich da so ein Plumpsklo. Und ich denke mir, ich war 7 Jahre alt oder 8 Jahre, maximal 8 war ich da. Ja? Und ich sehe dieses Plumpsklo und denke mir, fuck, wie funktioniert das? Ich drehe mich jetzt nicht um, laufe durchs Restaurant und frage irgendjemanden, wie diese Toilette funktioniert, ne? Und denke mir so, okay, es macht Sinn, da sind diese zwei Dinger. Mhm. Und was macht der Simi? Linke Arschbacke auf den Fuß und die rechte Arschbacke auf den anderen. Habe ich da gesessen und die Tür, die konntest du nicht abschließen. Oh nein. Die Tür konntest du nicht abschließen. Und dann kommt der Kellner rein, macht so Augen und direkt wieder raus. Das muss er wohl weitererzählt haben, weil direkt danach kamen drei weitere Kellner rein und mussten dieses Highlight sehen. Ey. Irgendwann kommt mein Bruder rein. Also, okay, einfach öffentliche Toilette im Restaurant, jeder kommt rein. Ja, aber kommt mein Bruder und sieht, was ich mache. Mein älterer Bruder. Junge, was machst du da? Ich weiß doch nicht, wie mache ich das falsch oder was? Ja? Und dann habe ich es gelernt. Ja? Aber das war mein erstes Mal auf dem Plumpsklo mit 8 Jahren. Ja? Stopp, aber dann hast du es geschafft, ohne umzukippen nach hinten. Die Arschbacken waren doch direkt auf dem Ding. Ja. Aber du hast gesagt, du hast es dann gelernt. Später. Ja, ich war nicht auf den Fersen. Auf die Fußballen? Ja. Oh, irgendwo was zum Festhalten oder irgendwo eine Wand, wo ich mich anlegen konnte. Dann ging es auch, wenn die Fersen unten sind. Also wenn ihr die tiefe Hocke nicht schafft, ja, dann liegt es meistens an verkürzter Wadenmuskulatur. Verkürzter Wadenmuskulatur? Ja. Das heißt, wenn der Ball hier sehr weit oben ist und nicht langgezogen ist. Ist das eine verkürzte? Ja, das merkst du, indem du dann versuchst, mal runterzugehen. Ja. Ja, und dann ist es oft die verkürzte Wadenmuskulatur. Ja, genau. Wenn du die aufdehnst, ne, dann klappt das mit der Hocke deutlich besser. Ne, auch von der Technik. Für euch nochmal zur Erklärung. Wir haben ja hier in Europa, im nördlichen Raum, die Plumpsklos sind ja, oder wurden hier damals auch Donnerbalken genannt. Ja, daher der Begriff Donnerbalken. Warum? Ja, das ist einfach so eine Holzplatte mit einem Loch drin, wo man sich drauf setzt. Ah, stimmt. Also auch wieder hygienetechnisch nicht so gut. Überall, wo ihr mit dem Hintern quasi was berührt, lassen sich Bakterien übertragen. Ja? Stimmt. Im südlichen Raum habt ihr die Plumpsklos. Da habt ihr für den rechten und den linken Fuß
so ein, wie sagt man, eine Form quasi, wo ihr die Füße reinstellt und dann habt ihr da ein Loch und dann geht man in die tiefe Hocke, was eigentlich ziemlich gesund ist für den Darm, weil der sich dann aufmacht und dann ist es deutlich gesünder, quasi sich zu erleichtern. Ja. Genau. Also, wenn die hochkommen, ja. Siehst du, komm zu den Anne Kangaroos, da lernst du das Scheißen. Nein. Wir hatten ja auch schon mal ein paar Probleme mit der Toilette. In Thailand habe ich auch öfter gesehen Schilder, wo ein Bild durchgestrichen ist, wo die Leute mit den Füßen auf den Toiletten heransteigen, von normalen Toiletten, weil die das so plumpsklo-technisch quasi benutzen. Habe ich auch schon gesehen, ja. Bei mir zu Hause sogar. Da war ich auch schockiert, weil der Keller auch nicht abgeschlossen hat. Dann mache ich die Tür auf und denke ich, oh. Und dann muss ich erstmal verstehen, was passiert. Ja. Was passiert? Das hat eine Sekunde gedauert. Ja. Und der denkt wahrscheinlich, Junge, ich bin auf dem Klo, was guckst du mich so an? Ich glaube, Toiletten-Stories sind so die lustigsten. Herrlich. Ja, das sind Stories, über die man ja auch nicht spricht. Ne? Ja. Seltene Stories. Nee, aber wichtig, achtet auf die Hygiene im Gym. Ja, das ist wichtig. Duscht vorher. Ja, also wenn ihr wirklich am Probleme habt, vor allem mit dem Körpergeruch. Ne? Ja. Sobald man sich selber riechen kann oder riecht, ist vorbei. Ja, also direkt duschen, bevor ihr ins Gym kommt, das ist wichtig. Und achtet auf Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Pilz oder sowas. Ne? Ist nichts, wo man sich schämen muss. Ne? Man fängt sich so ein Mist halt schnell mal ein. Ja? Und überall, wo Kontaktsport ist, wenn man einen Pilzbefall hat, tut das Ganze erst auskurieren, weil es überträgt sich halt verdammt schnell. Ja, und das kann böse enden. Ja, das kann zu einer Sepsis führen, Blutvergiftung, ganz schnell. Und weißt du, wie schnell du über den Jordan bist, wenn du eine Blutvergiftung hast? Ja, ganz schnell, gehe ich mal von aus. Also kann innerhalb weniger Tage passieren, oder nicht? 1 bis 3 Tage, zack, geht zack, Feierabend, dann ist man tot. Sterben zig Leute in Deutschland, also wirklich. Ich müsste jetzt googeln, wie viele genau. Ja. Aber das geht leider ganz schnell. Ja. Und damit ist halt dann auch nicht zu spaßen. Ja. Genau. Und, ja. Das sind Dinge, an die denkt man auch nicht, wenn man, sage ich jetzt mal, im ersten... Und Nägel schneiden. Das sollte sich... Das sind so Grundbasics. Ja. Auch wenn ihr ein fauler Hund seid, ja, achtet da drauf. Ja. Ganz easy. Eure Trainingspartner werden es euch danken. Ja. So ein Knipser, wenn ihr aktiv wirklich Sport macht, Nagelknipser, lass das Ding im Auto liegen. Ja, ich habe da ein ganz kleines Set im Auto liegen. Ja, ich bin auch manchmal verpeilt. Ja, und dann denke ich, oh verdammt, Fingernägel wieder ein bisschen dreckig, weil ich mache ja auch viel mit Reptilien. Ja, und dann zack, 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 schnell gekürzt. Gibt nichts Unattraktiveres wie dreckige Fingernägel. Ja, ist so. Ist so, generell. Also Hygiene, ganz, ganz wichtig. Ja, nicht nur beim Sport, sondern generally in life. Ja, generell, aber auch vor allem im Sport. Ja, Kumpel. So, ja. War auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein. Ich glaube, wir wollten heute eigentlich ein anderes Thema machen, ja, aber jetzt hatten wir das Thema Hygiene. Ja, finde ich gut. Ja, ist wichtig. Wir haben ja auch gesagt Basic. Freestyle, oder? Ja, genau, Freestyle. Wir haben gesagt, hey, Freestyle, wenn uns nichts einfällt, da haben wir ein Thema, da können wir stundenlang drüber sprechen, aber schon passt. Ja. Nee, cool. Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder was mitgenommen. Ich auch. Ja, das ist der Fuß, Unterarm. Oh, das musst du mal ausmessen. Wie das. Habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich echt noch nicht gewusst. Was hast du für eine Schuhgröße? 45. Ja, dann müsstest du ja. Müssen deine Arme ja. Gut, das ist ja nicht ein Zentimeter da unten, ne? Das ist ja, kann man ja gar nicht so bemessen. Ich würde sagen, da müssten die ja so und so viel Zentimeter länger sein. Aber ich glaube, die sind einiges mehr länger wie bei mir. Naja. Sehen wir dann später beim Kämpfen wieder. Okay, Simon. Vielen Dank, Mann. Leute, und bis zum nächsten Mal. Los. Ciao.